Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen IGLAS Online-Veranstaltung. Mein Name ist wie immer André Lindner und ich darf Ihnen heute ein sehr interessantes Thema vorstellen: optimierte Prozesse mit IGLAS, Integration und Versionsupdate in SAP R3. Wir werden heute als Referenten den Herrn Frank Scherenschlich haben, der uns das Thema vorstellt. Der Scherenschlich ist selbstständig tätig in seiner Firma Klaas Ing Ingenieurpartnerschaft. Und Herr Scherenschlich möchte ich vorstellen als IGLAS-Mitglied, ist also ein Dienstleister aus dem IGLAS-Gesamtzusammenhang. Herr Scherenschlich bietet Dienstleistungen an im Zusammenhang die Nutzung von IGLAS in verschiedenen ERP-Systemen oder auch in verschiedenen PIM-Systemen überall. An den Stellen, an denen IGLAS in die Systeme eingebunden werden soll. Und genau das ist ja heute auch ist ja heute das Thema am Beispiel des nicht ganz unbekannten ERP-Systems SAP. Die Teilnehmer, die hier schon des Öfteren dabei waren, werden schon kennen. Trotzdem sage ich immer für die neuen Teilnehmer auch, wie diese Plattform für Sie nutzbar ist. Sie haben also die Möglichkeit, auch heute während der Veranstaltung Fragen zu stellen, Bemerkungen einzubringen. Allerdings jetzt nicht wie der Herr Scherenschlich und ich via Stimme, sondern Sie haben die Möglichkeit, die Eingabezeile in dem sogenannten Chatpod zu nutzen. Der Chatpod befindet sich unterhalb meines Bildes. Dort finden Sie eben diese Eingabezeile. Dort können Sie Ihre Frage eingeben und danach auf den abgewinkelten Pfeil klicken. Das bedeutet, Ihre Frage wird an uns gesendet. Der Scherenstich und ich, wir werden Ihre Frage sehen können. Die anderen Teilnehmer sehen Ihre Frage nicht. Und wir machen das normalerweise so, dass wir die Fragen im Nachgang an die Präsentation besprechen. Und das ist also ein Angebot, was Sie auch nutzen sollten, Fragen zu stellen. Das ist also der große Unterschied, den Sie haben, wenn Sie live dabei sind. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sich die Präsentation vielleicht auch mit dem einen oder anderen Kollegen dann nochmal in der Mediathek als Mitschnitt anzuschauen, dann auch mit der Pausetaste. Sie können sich alles, was jetzt vielleicht heute ein bisschen schnell war, dann auch jederzeit bei uns im Internet nochmal anschauen. Zusätzlich natürlich auch die mittlerweile 26 anderen Aufzeichnungen, die wir jetzt seit 2009 durchgeführt haben, können Sie sich bei uns anschauen. Ja, wir werden heute eben auch eine Form von ein Ergänzungsthema haben. Wir hatten schon im Jahr 2010 einen Vortrag aus der Richtung des Dienstleisters BASF IT Service, auch zu dem Thema Integration von IGLAS in SAP. Allerdings wird jetzt in dem Vortrag doch nochmal eine etwas andere Gewichtung bekommen. Die Gewichtung wird dann zum Beispiel so aussehen, wie kann man es machen, dass in SAP das SAP-Klassensystem direkt mitverwendet wird. Und wie sehen dann auch die weiteren Schritte in SAP aus? Also ich denke, wir liegen mit dem Thema heute goldrichtig. Wir sind jetzt hier bei 37 Teilnehmern. Das ist also wirklich, wirklich gut. Daran merkt man, das Thema wird angenommen, das Thema ist interessant für Sie. Und ich möchte jetzt auch wirklich mit der Vorrede gar nicht das Ganze zu lange in Anspruch nehmen, sondern würde direkt jetzt an Sie, Herr Scherenschlich, das Wort übergeben und schalte dazu auf Ihre Folien um. Okay, vielen Dank, Herr Lindner, für die einleitenden Worte. Ich möchte Sie auch an dieser Stelle begrüßen zu dieser Information oder zu diesem Vortrag Optimierte Prozesse mit IGLAS. Mein Name ist Frank Scherenschlich. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Klaas Ing Ingenieurpartnerschaft und ich werde Ihnen heute entsprechend der Agenda ein paar Informationen zur Verfügung stellen. Das fängt an, dass ich Ihnen noch mal kurz das Unternehmen Klaas Ing vorstelle, in kurzer Form, keine großen Sachen, nicht 20 Folien nur zu unserem Unternehmen.
Es geht dann darum, wie kann ich IKLAS und das SAP-Klassensystem CACL verheiraten? Was ist das Ganze überhaupt, das SAP-Klassensystem? Und um das Ganze zu nutzen, brauche ich im Endeffekt drei Schritte. Das ist einmal die Integration von IKLAS in das Klassensystem, dann natürlich die Klassifizierung von Materialien. Und hier bieten wir eine Vorschlagsklassifizierung an, auf die ich dann eingehen werde. Und das Thema merkmalsbasierte Beschreibung, denn IKLAS bietet ja auch nicht nur eine Warengruppenstruktur an, sondern auch entsprechende Merkmale, um die Materialien, Produkte zu beschreiben. Und um dieses Ganze effektiv zu gestalten, setzen wir unser Produkt Classroom als Mittelwert zur SAP R3 ein. Ja, dann habe ich meine ganzen Daten in SAP und dann geht es darum, dass vorhandene effektiv zu nutzen. Das heißt, ich möchte effektiv mit der IKLAS-Klassifizierung arbeiten. Wie kann ich das machen? Indem ich an der Stelle effektiv suche und meine Produkte auch wirklich finde und natürlich dahin auch den Materialanlageprozess optimiere, dass ich eine Dublettenvermeidung durchführe, bevor ich neue Materialien überhaupt anlege. Und als abrundende Themen an dieser Stelle, das die Einleitung in das Ganze, das heißt die Optimierung des vorhandenen Materialstamms. Ich sehe gerade ein bisschen lauter. Ja, Herr Scherenstich, da muss ich mich an der Stelle doch noch mal kurz einklinken. Das hatte ich jetzt in meiner Vorrede vergessen, darauf hinzuweisen. Sie haben als Teilnehmer selbst die Möglichkeit, Sie müssten Ihren Lautstärkeregler auf die oberste Position bringen. Wir wissen, dass es etwas leise ist in dieser Kombination der Telco mit dem Adobe-Übertragungsweg. Und deswegen, Sie haben das in Ihrer Hand. Bitte stellen Sie Ihren Lautsprecher oder Ihr Headset so laut ein, wie Sie das nur können. Sie haben meistens direkt unten in der Leiste neben der Uhr vom Betriebssystem haben Sie das Lautsprechersymbol. Wenn Sie dort draufklicken und das nach oben ziehen, dann müssten Sie es eigentlich gut hören können. Okay. Dann mache ich an dieser Stelle mal weiter. Ich kann auch gerne noch versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen. Das Thema Initial- und laufende Tätigkeiten war ich gerade. Einmal die Optimierung des vorhandenen Materialstamms. Wie komme ich überhaupt dahin, dass ich meine Produktdaten, meine Materialdaten optimiert und gut in einer guten Qualität im SAP habe? Und das weitere Thema IKLAS Versionsupdate durchführen. Es ist nur noch ein paar Tage hin, bis die neue Version von IKLAS herauskommt. Und in einigen Branchen soll diese, gerade im Bereich Medizintechnik, soll diese Version dann ja auch sehr intensiv genutzt werden. Das heißt, wie gehe ich an dieser Stelle damit um? Soweit zur Agenda. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz auf das Unternehmen ein. Die Firma Classing ist ein Beratungs- und Softwareunternehmen für die Themen Produktklassifizierung, und zwar vornehmlich auf der Basis von Standards. Für das Thema elektronische Produktkataloge, also Schlagworte wie BME-CAD oder GS1XML, um einfach elektronische Daten in standardisierter Form zu übertragen. Und das Thema Produktkonfigurations- und Selektionslösungen. Wir sind eine Ingenieurpartnerschaft mit Sitz in Borchen bei Paderborn und wir bieten Lösungen und Dienstleistungen für die Themen E-Procurement, internes Datenmanagement, also Produktinformationssystem PIM und Vertrieb an. Unsere Lösungen sind im Einkauf, im Handel und beim Hersteller im Einsatz. Wir bieten als Dienstleistungen Unterstützung bei der Klassifizierung an, aber auch bei der Datenharmonisierung und bei der Datenstrukturierung. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, wir haben ein eigenes kleines PIM-System namens Classroom, nutzen aber auch unternehmenseigene Systeme oder eben das Thema SAP, worum es ja heute in dem Vortrag gehen wird. Und wir sind gerade dabei, unsere Aktivitäten wesentlich mehr in Richtung der Integration von Klassifikationsstandards in SAP auszurichten. Wir haben verschiedene Referenzen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen.
sowohl von der Elektroindustrie als über Rohrleitungssysteme, Medizintechnikbereich, Verlagswesen, möchte ich gar nicht großartig weiter darauf eingehen. Wir sind seit einigen Jahren Mitglied bei E-Class. Das ist auch der Standard, den wir am meisten an dieser Stelle nutzen. Sie sehen daneben noch zwei weitere Icons, nämlich das Thema UNSPSC. Das ist ein Standard mehr für den amerikanischen, nordamerikanischen Markt, der allerdings keine Merkmale unterstützt. Und wir sind Mitglied auch bei ProList, ein Standard, der mehr im Bereich Anlagen, Bau, so in diese Richtung hineingeht. Ferner bin ich persönlich Expertenmitglied bei ProZeus und wir arbeiten mit zwei Partnerunternehmen zusammen. Das ist einmal die Firma Omicron, die uns im Bereich Suche, alles was rund um das Thema Suche unterstützt, und bei der Integration von SAP mit dem SAP-Systemhaus Proaxia. Jetzt möchte ich auch direkt gleich einsteigen an dieser Stelle. Das SAP-Klassensystem. Was ist das SAP-Klassensystem? Und SAP beschreibt dieses Modul, dass das SAP-Klassensystem hat die Aufgabe, beliebige Objekte mit Hilfe von Merkmalen zu beschreiben und ähnliche Objekte in Klassen zu gruppieren, also zu klassifizieren, um sie anschließend leichter finden zu können. Ich habe jetzt an dieser Stelle mal die drei Hauptbegriffe gehighlightet, nämlich klassifizieren, das heißt, man möchte Produkte in einer Klassifizierung zuweisen. Man möchte sie mit Merkmalen beschreiben, um später die Sachen auch leichter finden zu können. Und somit ist eigentlich CACL, das Klassensystem, optimal geeignet dafür, um E-Class in SAP R3 auch ablegen zu können. Ferner gilt natürlich, das Modul CACL ist SAP Standard. Das heißt, die Nutzung eigener oder spezifischer Tabellen im SAP-System ist nicht wirklich notwendig. Es gibt dabei eine kleine Einschränkung oder zwei kleine Einschränkungen. Die erste Einschränkung an dieser Stelle ist das Thema Feldlängenerweiterung. Es gibt gewisse Feldlängenreglements im SAP, was bedeutet, dass die Merkmalsnamen oder auch die Wertelistennamen nicht eins zu eins abgebildet werden können. Es gibt hier jedoch sogenannte SAP OSS Notes. Das sind Hinweise von SAP für Erweiterungen, die ohne Probleme durchgeführt werden können. Und da gibt es halt für diese Feldlängenerweiterung, das darf im Endeffekt gemacht werden. Ein weiterer Punkt, den wir an dieser Stelle machen, ist die Vergabe von IDs für Werte. Aktuell werden im SAP-System Werte einfach nur ohne ID-Wert an dieser Stelle zugeordnet, was gerade hinsichtlich Updates, Versionsupdates, sehr ungeschickt ist, weil ich muss im Endeffekt ein 1-zu-1-Mapping machen auf Begriffe und kann keine ID-Werte an dieser Stelle verwenden. Und somit haben wir uns da entschlossen, IDs für die Werte auch mit zu integrieren. Das heißt, ich habe im Endeffekt die Möglichkeit, Klassen anzulegen, einen Strukturbaum aufzubauen, Schlagworte zu definieren, Merkmale anzulegen mit Datentypen und so weiter und Wertelisten zu definieren. Und das ist eigentlich genau die Voraussetzung, die ich brauche, um E-Class in das SAP-Klassensystem auch zu integrieren. Der Abgleich mit der SAP-Warengruppe ist ein Punkt, der auch sehr häufig angefragt wird, weil die Warengruppe hat mit dem Klassensystem so erstmal nicht viel zu tun. Aber wir haben einen kleinen Mechanismus, der die Klassifizierung, wie er in dem Klassensystem aufgebaut wird, dann automatisch mit in die Warengruppe übernimmt, sodass beides parallel synchron gehalten wird. Um jetzt E-Class in SAP nutzen zu können, gibt es im Endeffekt drei Schritte. Der erste Schritt ist die eigentliche Integration von E-Class in das SAP-System. Das heißt also, ich importiere E-Class in den Standard. Der
Import wird im Endeffekt aus unserem Classroom, es gibt ja verschiedene Versionen von eClass, wir haben da eine einheitliche Schnittstelle geschaffen, um die Daten einfach und schnell im Endeffekt an SAP übergeben zu können. Ich habe jetzt hier reingeschrieben, der Import ist eigentlich unspannend. Ich wollte jetzt keine Live-Demo an dieser Stelle machen, um den Import zu zeigen, weil da drückt man auf drei Knöpfe und dann dauert es ein paar Minuten bis zur halbe Stunde und dann sind im Endeffekt die Daten drin. Und kann man zwar zuschauen, muss aber nicht sein. Ergebnis der ganzen Aktion ist im Endeffekt, dass eClass im SAP-Klassensystem zur Verfügung steht und dann dort auch genutzt werden kann. Wie man hier im Endeffekt dann auch auf dem kleinen Screenshot-Auszug sehen kann. Und wir durchlaufen dabei einen kleineren Prozess. Das heißt, ich mache erstmal eine Bereichsdefinition. Welche Bereiche möchte ich überhaupt in das Klassensystem übernehmen? Beispiel, ich bin ein Unternehmen im Bereich Medizintechnik, Medikalprodukte. Da brauche ich natürlich die Bereiche, die Bergbau angehen oder die irgendwelche anderen Bereiche angehen, die nichts mit Medikaltechnikprodukten zu haben, gar nicht erst zu importieren, weil ich brauche sie dort überhaupt nicht. Es gibt dann einen optionalen Text, einen optionalen Schritt, um Warengruppentexte entsprechend noch mit zu hinterlegen und dann gibt es halt eine Maske, um die Sachen schnell nach SAP übertragen zu können. Im zweiten Schritt geht es dann um die Klassifizierung der Materialien. Klassifizierung heißt, um das nochmal einfach darzustellen, ich weise ein Material einem Strukturelement, einem Knoten, also einer Klasse in der Materialklassifizierung zu. Bei eClass ist das in der Regel die unterste Klassenebene, weil nur die unterste Klassenebene bei eClass auch die entsprechenden Merkmale enthält und so weiter. Die eigentliche Klassifizierung, wenn man sie durchführt im SAP, ist recht umständlich zu handhaben, weil man muss jedes Produkt mit mehreren Klicks in irgendwelche Listen reinziehen, was nicht ganz so einfach zu handeln ist. Und somit haben wir den Prozess der Klassifizierung auch wieder ausgelagert in die Middleware Classroom. Ich zeige das gleich auch nochmal in einem Beispielscreen. Und wir nutzen dabei sowas, was wir Vorschlagsklassifizierung nennen. Das heißt, bei der Klassifizierung unterbreiten wir Vorschläge anhand von Materialkurztext, Langbeschreibungen, welche Klasse am optimalsten geeignet ist für die Klassifizierung des Produktes. Das heißt, technisch ist ja eine Fact-Finder-Suche unseres Partners Omicron hinterlegt. Und ich habe dadurch die Möglichkeit, dass mir dort die Sachen angezeigt werden. Ich habe auch wieder, oder ich gehe einfach mal gerade auf die nächste Folie, da kann ich das vielleicht schon mal zeigen. Ich habe hier eine Menge von Produkten, die mir mit verschiedenen Kriterien angezeigt werden. Und wenn ich ein Produkt halt hier auswähle, dann unterbreitet mir die Vorschlagsklassifizierung entsprechende Begriffe. Das heißt, hier handelt es sich um zum Beispiel eine Mullbinde und diese Mullbinde, da gibt es dann elastische, nicht elastische oder Fixierbinden. Also wirklich auch nicht nur eine 1:1 Erkennung von Namen, sondern eine unscharfe Suche anhand von eClass Klassennamen, anhand der Synonyme, aber auch im Endeffekt eine anlernbare Funktion. Das heißt, es wird nicht nur der Materialstamm berücksichtigt, also es wird auch der vorhandene Materialstamm, der schon klassifiziert ist, berücksichtigt. Aber ich kann auch neue Klassifizierungen mittels Live-Update in den Suchindex eintragen. Wird technisch jetzt schon sehr kompliziert. Heißt im Endeffekt, ich kann eigene Schlagworte hinzufügen, um dann bei einem späteren, also wenn ich ein Produkt einmal so ein Schlagwort zugeordnet habe einer Klasse, wäre es beim nächsten Schritt, wird es dann automatisch auch gleich mitgefunden. Und der letzte Schritt der Vorschlagsklassifizierung ist eine Qualitätskontrolle, also ein Abnahme-Workflow, um die Klassifizierung auch nochmal visuell und testweise zu überprüfen. Das Ganze funktioniert manuell bis automatisiert. Wo wir die besten Erfahrungen mitgemacht haben, ist eigentlich das manuelle Durcharbeiten der Produktliste.
Das heißt, es wird ein Agent, ein Assistent zur Verfügung gestellt, mit dem ich meine Produkte gebündelt klassifizieren kann. Wir haben auch die Möglichkeit, eine automatisierte Erzeugung von bewertenden Vorschlägen durchzuführen, die ich dann im Nachhinein wieder prüfe und abnehmen lasse. Aber durch die häufig sehr unterschiedlichen Betitelungen der Produkte, also die Namen der Materialkurztexte, ist es in der Regel nicht ganz so einfach, dort auch auf die gewünschte Qualität zu kommen, die man sich eigentlich bei so einem Projekt dann auch erhofft. Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch gerade mit unserer Middleware Classroom möglich ist, ist die Integration und Nutzung verschiedener Daten. Das heißt, die bereits vorhandenen klassifizierten Produktstämme, aber auch das Thema Katalogbasis. Das heißt, wenn ein Lieferant von Ihnen, ich gucke jetzt mal auf Einkaufsseite, auch das Unternehmen, bereits einen BME-Katalog mit Klassennummern oder Excel-Listen mit Klassennummern zur Verfügung stellt, sind die natürlich einfach integrierbar und Sie müssen diese Klassifizierung selbst nicht durchführen. Ich bringe jetzt mal zwei Folien weiter. Der dritte Schritt bei der Klassifizierung ist das Thema merkmalsbasierte Beschreibung. Was bedeutet merkmalsbasiert? Merkmalsbasiert heißt, dass E-Class für sehr viele Klassen im Endeffekt Merkmale, beschreibende Merkmale zur Verfügung stellt. Man kann es hier im unteren Bereich ein bisschen sehen. Da gibt es eine Klasse, die heißt irgendeine Pinzette. Und da gibt es dann Merkmale wie allergenes Potenzial oder Länge des medizinischen Instruments oder Sterilität und so weiter. Das sind alles Sachen, die von E-Class als standardisierte Merkmale mit zur Verfügung gestellt werden. Und mit der Zuweisung eines Materials zu der E-Class-Klasse stehen diese Merkmale natürlich auch zur Verfügung und können ausgeprägt werden. Dabei gibt es dann unterschiedliche Datentypen wie Werteliste, Zahlenwerte, Freitext und so weiter und so fort. Aber das Ganze lässt sich im Endeffekt, ein kleiner Screenshot zeigt es an der Stelle, auch über das SAP-Klassensystem soweit alles pflegen und die Daten stehen dann konsistent im SAP-System zur Verfügung. Auch hier ist es leider so, dass die Merkmalserfassung im SAP R3 nicht ganz so einfach ist. Das heißt, ich muss viele Masken öffnen, für jeden einzutragenden Wert wieder eine Untermaske öffnen und so weiter. Und auch darum, an der Stelle haben wir uns entschlossen, Classroom wieder als Middleware einzusetzen, um ja, einfach Daten über Excel zu erfassen. Und ich habe es gerade schon erwähnt, standardisierte Produktkataloge nach BME-Card und in Kürze auch GS1 XML zu importieren, um dann die vorhandenen Daten dort auch mit nutzen zu können. Das heißt Middleware zu SAP. Das heißt, wir nutzen im Endeffekt das System Classroom als angeflanschtes System an SAP, was aber bedeutet, alle Daten stehen im SAP-System auf jeden Fall zur Verfügung und ich habe halt Schnittstellen, um Daten effektiv nach SAP hereinzubekommen, nach SAP herauszubekommen oder aus SAP herauszubekommen oder auch entsprechende Suchen durchzuführen. Konkreter, wenn ich mir das Thema Kataloge und Daten angucke, haben wir die Möglichkeit, einen Import von Excel-Daten, nicht ganz so spannend, das kann SAP selbst natürlich auch, BME-Card-Katalogen, das kann SAP im Augenblick noch nicht, und GS1-XML-Daten durchzuführen. Das heißt, da werden die Daten erstmal getestet, sie werden importiert und ich kann dann wieder auch entsprechende Daten wieder filtern. Das Ganze natürlich auch in die andere Richtung des Exports. In Classroom bieten wir dann die Vorschlagsklassifizierung, auf die ich gerade schon eingegangen bin, verschiedene Dinge, um im Endeffekt meine Daten dann zu optimieren. Und das Ganze synchronisiert sich zwischen SAP und unserem System im Endeffekt automatisch, sodass ich die Daten alle im SAP-System liegen habe, aber auch in unserem System, was mir natürlich bestimmte Vorteile an der Stelle bietet. Ich habe hier noch zwei Bereiche aufgeführt. Einmal die optimierte Suche. Das heißt, wir haben ein kleines Suchmodul, auch wieder unter Verwendung der Omicron-Technologie,
womit ich nicht nur Materialstamm suchen kann und nämlich auch die Klassifizierung mit benutzen kann. Werde ich gleich in einer der weiteren Folien nochmal darauf eingehen. Und das Thema Materialanlageprozess, wo ich im Endeffekt einen vorgelagerten Prozess habe, der dann gebündelt mir die Daten der neuen Materialien wieder in das SAP-System hereinschreibt. Unter Berücksichtigung der Punkte Masseneingabe, Dublettenabgleich und auch wieder Vorschlagsklassifizierung. Soweit zu dem Thema, wie nutze ich E-Class und das SAP-Klassensystem gemeinsam. Und jetzt habe ich klassifizierte Materialdaten im SAP. Und was mache ich jetzt damit? Im Endeffekt möchte ich dann diese Daten natürlich auch sehr möchte ich dann natürlich auch bestimmte Funktionen ausführen, nämlich das Suchen und Finden, unterstützt durch die Klassifizierung oder eben auch den Materialanlageprozess mit Klassifizierung an dieser Stelle und Dublettenvermeidung. Initiale und laufende Tätigkeiten, die natürlich auch wieder zu berücksichtigen sind. Ich habe es eingangs in der Übersicht schon mal erwähnt. Die Optimierung des vorhandenen Materialstamms, das heißt, wie komme ich dahin, überhaupt erstmal eine gute Qualität meiner Daten zu erreichen. Und dann das Thema E-Class Versionsupdate. Zum Thema Suche. SAP bietet ja eine recht umfangreiche Standardsuche, die R4-Suche an, die in vielen Bereichen aufrufbar ist. Aber an dieser Stelle ist eigentlich immer nur ein ganz kleiner Bereich durchsuchbar. Das heißt, ich kann nach Klassen suchen, kann nach Merkmalen suchen, nach Materialkurztexten suchen. Aber eine übergreifende Suche ist im SAP-Standard so direkt nicht gegeben. Es gibt zwar verschiedene große Suchmaschinen, die sich da anflanschen lassen, wie zum Beispiel die T-Rex-Suchmaschine, aber das bedeutet auch immer gleich, dass man dort ein recht großes Projekt im SAP aufsetzt, um genau so eine Suche durchzuführen. Und auch diese T-Rex-Suchmaschine, so wie wir sie kennengelernt haben, hat nicht gerade die gute Sache, um mit der Klassifizierung aus dem SAP-Klassensystem zu nutzen. Das heißt, man kann nicht nach Klassifizierung und Merkmalen an dieser Stelle suchen, was natürlich eigentlich einen Mehrwert für den Suchenden darstellen soll. Bedeutet, wenn ich jetzt wieder ein Beispiel aus der Medizintechnik mir das anschaue, ich möchte suchen nach einer Einweginjektionsspritze mit 12 Milliliter Inhalt, chronisch. Ja, dann habe ich im Endeffekt die Einweginjektionsspritze, kann ich ableiten aus der Klassenbezeichnung, nämlich aus der Injektionsspritze Einweg. Aber die Information 12 Milliliter Inhalt und das konisch ist im Endeffekt abgelegt als Merkmale mit zugehörigem Wert in der Beschreibung. Und ja, die Suche, die wir an dieser Stelle anbieten, hat halt den Vorteil, dass sie diese Informationen auch mit berücksichtigt. Neben der Suche auch das Thema Materialanlageprozess. Ich habe gerade unten auch schon gesehen, Workflow-gesteuerte Materialanlageprozess. Im Endeffekt, man kann das hier so ein bisschen sehen, es gibt bestimmte Stufen, die in diesem Materialanlageprozess durchlaufen werden, womit im Endeffekt ein Workflow hinterlegt wird. Was bedeutet das? Ich möchte eigentlich die Zielsetzung, die ich habe, ist, ich möchte wirklich nur neue Materialien nach SAP übernehmen. Und nicht die Materialien, die es eigentlich schon gibt, die möchte ich nämlich vorher als Dublette schon herausfiltern können. Warum das Ganze als ausgelagerten Prozess? Wenn ich ein Material in SAP anlege, geht das nicht, dass ich eine Maske aufmache und dort meine Werte eintrage, sondern ich muss an vielen Stellen Informationen pflegen, in den Basisdaten, im Infosatz und so weiter und so fort. Und wir haben halt eine zentrale Stelle, wo ich die Informationen einpflege oder im Endeffekt auch aus Excel-Listen, die schon zur Verfügung stehen, dort auch mit importieren können. Wir unterstützen an dieser Stelle auch direkt gleich die Klassifizierung,
Das heißt, wenn ich ein Produkt anlege über diesen Workflow, habe ich im Endeffekt auch schon kann ich die Klassifizierung mit durchführen, bis hin auch zur Merkmalserfassung, wenn ich das möchte. Was mir dann natürlich hilft, eine Prüfung durchzuführen, ob dieses Produkt nicht doch wirklich schon in meinem SAP-System ist, nämlich dann die Vermeidung von der Anlage von Dubletten vor der Eröffnung eines Produktes im SAP. Der Prozess sieht an der Stelle so aus, dass ich eigentlich einsteige mit einer Materialsuche, denn der Einkäufer, der ein Material anlegt oder Materialstammverantwortliche, der ein Material anlegen will, geht hin, gibt es das schon. Das heißt, er gibt entsprechende Suchbegriffe in einer Materialsuche ein und wenn er das hat, dann sieht er im Endeffekt, okay, das Produkt gibt es schon, braucht er gar nichts weiter zu machen. Ansonsten geht es weiter in die Materialeingabe, es können auch Materialdaten importiert werden. Dann kann das Produkt an der Stelle klassifiziert werden. Es gibt das Thema danach gelagert die Dublettenerkennung und erst dann werden die Daten nach SAP importiert. Ich kann das Thema an dieser Stelle eigentlich auch aus Zeitgründen nur kurz anreißen, kann aber gerne, wenn Interesse besteht, dem einen oder anderen dort noch ein paar weitere Informationen zukommen lassen, wie das Ganze bei uns dann funktionieren würde. Ja, ich gehe nochmal wieder zwei Folien zurück. Ich bin gerade nochmal eingegangen auf die Themen effektives Arbeiten mit der E-Class-Klassifizierung, das heißt Suchen und Materialanlageprozess an dieser Stelle. Möchte jetzt nochmal auf initiale Tätigkeiten, sehr kurz, mit einer Folie auf das Thema Optimierung des vorhandenen Materialstamms eingehen, aber auch auf das Thema E-Class Versionsupdate, weil das, ich vermute mal, für den einen oder anderen, gerade jetzt bevor E-Class 7.0 zum Tragen kommt, ein sehr wichtiges Thema an dieser Stelle ist. Die Materialharmonisierung ist im Endeffekt, habe ich gerade den Faden verloren, die bisher dargestellten Funktionen und Systeme sind im Endeffekt auch für den ersten vorgelagerten Schritt der Materialharmonisierung sehr gut geeignet. Und wir haben an dieser Stelle eine Methode entwickelt, die wir auch schon das ein oder andere Mal sehr gut erfolgreich angewendet haben, um die vorhandenen Stammdaten zu optimieren. Und das Ganze funktioniert im Endeffekt in den folgenden Schritten. Das heißt, ich klassifiziere meine Produkte nach einer gewissen, vielleicht nochmal Grundanalyse der Daten, ob ich wirklich auch alle Produkte haben möchte oder nicht, über die Vorschlagsklassifizierung. Hier natürlich der Einsatz von Standards, vornehmlich E-Class, aber es ist natürlich auch möglich, eigene Klassifizierung an dieser Stelle einzusetzen. Dann das Thema Attributisierung, das heißt Generierung oder auch Extraktion von Merkmalswerten. Häufig stehen sehr viele Informationen zu Produkten schon in dem Materialkurztext kodiert oder in einer Langbeschreibung. Und wir haben hier die Möglichkeit, Merkmalsinformationen zu extrahieren, auch auf automatisierten Arten und Weisen. Auch hier wieder die Möglichkeit, direkt die Lieferanten mit einbeziehen zu können, indem man beispielsweise Excel-Listen, die nur noch abgestimmt sind auf bestimmte Daten, an den Lieferanten zu senden, sodass dieser Lieferant diese Datentabelle noch ausfüllen kann. Dann das Thema Dublettenbereinigung, weil darum geht es ja eigentlich dabei auch. Das heißt, Finden von Dubletten weit über die Klassifizierung oder auch Qualifizierung der Dubletten anhand der Daten. Und dann ja sowas wie Datenoptimierung, sprich Neuaufbau standardisierter Beschreibungen oder aber auch sprachunabhängiges Vorgehen, weil wenn ich auf Basis dieser Merkmale, die ich im Bereich der Attributisierung erfasst habe, eine neue standardisierte Beschreibung aufbaue, kann ich das durch die Vielfalt der E-Class-Sprachen an dieser Stelle natürlich dann auch sprachunabhängig durchführen. Gehe jetzt noch einmal auf
das Thema Update mit eClass, speziell auf das Thema Update auf eClass 7.0 ein. Der ein oder andere hat wahrscheinlich schon gehört, dass es eClass 7.0 in einer Basic und in einer Advanced-Variante geben wird. Hier hat, glaube ich, der letzte Vortrag in dieser Reihe von dem Herrn Uytterwyk, der hat dort auch schon zu referiert und dort verschiedene Informationen dann kundgetan. Im Endeffekt ist das SAP-Klassensystem für die Basic-Variante ausgelegt. Und die Basic-Variante ist das, was heute auch landläufig unter eClass verstanden ist, wird. Das heißt, ich habe eine vierstufige Struktur, Sachgebiet, Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe. Und darunter hängen dann im Endeffekt meine Merkmale. Und Merkmale können Wertelisten enthalten, da gibt es dann auch Werte dran. Ich gehe jetzt mal auf solche Sachen wie Datentypen und so weiter an dieser Stelle nicht weiter ein. Die Advanced-Struktur bedeutet, dass es noch wesentlich weitere Informationen gibt. Das heißt, es gibt Blockbildung, es gibt Kardinalitäten, Polymorphismen und so weiter und so fort. Aber auch hier an dieser Stelle, es wurde schon mal in dem Vortragsreihen hier behandelt und es würde den Vortrag an dieser Stelle sprengen, dort noch weiter darauf einzugehen. Heißt aber, das, was vornehmlich auch genutzt wird, nämlich eClass Basic, ist über das über das SAP-Klassensystem so an dieser Stelle auch abbildbar. Was bedeutet denn ein eClass Update? Denn es gibt ja verschiedene Fälle, die beim Update auch unterschieden werden. Es gibt von eClass Major Releases. Major Releases sind eigentlich die großen Release-Änderungen, wie jetzt auf die Version 7.0, die dann auch Strukturänderungen behalten und auch alle Eigenschaften der nächsten Stufe des Minor Releases. Minor Releases sind Klassen- und Schlagwortergänzungen auf allen Ebenen oder Löschungen fehlerhafter Schlagworte oder die Erweiterung von Merkmalleisten und Wertelisten. Das heißt, nochmal auf das Major Release einzugehen, das Major Release ist im Endeffekt, es kann alles komplett umgestellt werden. Und das Service Pack heißt nur, dass nur Fehlerbeseitigung, Rechtschreibkorrekturen ohne Inhaltsauswirkungen durchgeführt werden. Ich habe hier neben nochmal in dieser kleinen Folie nochmal so ein paar Sachen gemacht. Was heißt denn Strukturänderungen? Das heißt, es kann eine neue Klasse geben, es kann ein direktes Mapping geben, Klassen können zusammengeführt werden, aber auch verfeinert werden und es gibt auch sowas, dass Klassen einfach gelöscht werden. Und dafür bietet eClass an dieser Stelle auch entsprechend, ich springe mal eine Folie weiter, dafür bietet eClass an dieser Stelle auch entsprechende Informationen an. eClass stellt nämlich für das Update sogenannte Release-Update-Files zur Verfügung, kurz auch RUF. Und diese ermöglichen eine Überführung von Klassen in einer der nächsten Versionen, also immer von einer zur nächsten Version. Es gibt zusätzlich auch noch die Transaction-Updates-Files, aber auch hier möchte ich jetzt nicht weiter in die Tiefe darauf eingehen. Was heißt denn, wenn ich eine Klassifizierung durchführe und ich im Endeffekt durch einen Automatismus, einen Update-Automatismus, die neue Klasse suche? Das heißt, es wird mir im Endeffekt eine Ersatzklasse oder mehrere mögliche Ersatzklassen angeboten. Aber vielfach ist es natürlich auch so, dass neue Klassen an sich berücksichtigt werden sollen. Das heißt, es sollen neue Klassen genutzt werden, die das Produkt einfach auch besser beschreiben. Vielfach werden heute Produkte in Klassen einsortiert, die da heißen nicht klassifiziert oder NK angegeben im Klassennamen. Und gerade für diese Produkte gilt es mit neuen Releases natürlich eine optimalere, besser beschreibende Klasse herauszufinden, um die Informationen auch besser zur Verfügung zu stellen. Und unsere Vorschlagsklassifizierung bietet an dieser Stelle natürlich auch die Möglichkeit, die Produkte in dem entsprechenden Bereich neu zu bewerten, anzuschauen und die am besten geeignete Klasse zu ermitteln.
Wir haben auch festgestellt, dass ein automatisiertes Update an dieser Stelle nicht wirklich sinnvoll ist. Denn für ein Update werden dem Anwender sehr viele Optionen geboten. Er muss immer wieder hier und da nochmal mit eingreifen. Und wir führen das Update im Endeffekt mit einem assistierenden System an dieser Stelle durch. Jetzt habe ich gerade eine Folie übersprungen. Möchte jetzt nochmal kurz darauf eingehen. Wie ist denn das Vorgehen überhaupt bei einem E-Class-Update? E-Class-Updates verursachen Änderungen in den folgenden Bereichen, sowohl Klassifikationsstandard als auch der Materialzuweisung als auch in der Werteausprägung. Durch bestehende Verknüpfungen können die SAP-Daten aber nicht einfach geändert werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, okay, es gibt jetzt E-Class 7.0, spiele das einfach so ein, sondern ich muss wirklich das, was ich gemacht habe, das ganze Mapping, die ganze Zuordnung einfach nochmal neu aufbauen. Und auch hier kommt wieder unsere Software, unsere Middleware Class Home zum Einsatz. Das heißt, ich lade alle relevanten Daten aus dem SAP-System in das Class Home-System rein, beziehungsweise ist eigentlich schon da, weil es über den automatisierten Abgleich durchgeführt wird. Ich führe das den Upgrade dann in dem Class Home-Modul durch, teilautomatisch interaktiv. Die bestehenden Klassifikationsdaten im SAP-System werden gelöscht und es wird ein neuer Import nach SAP-System reingefahren. Folie hatte ich schon. Ja, das waren eigentlich meine Informationen zu dem Thema Integration und Versionsupdate in SAP R3. Wie kann man das Ganze im Unternehmen hoffentlich mit optimierten Prozessen durchführen? Ja, vielen Dank, Herr Scherenstich, für den spannenden Vortrag. Und ich kann Ihnen hier wirklich auch sagen, wir haben die 40 locker geknackt heute mit den Teilnehmern. Wir waren bei 46. Es waren dann immer mal der ein oder andere dabei, der sich, denke ich, dann neu eingewählt hat. Aber jetzt allein die Tatsache, dass wirklich über 40 auch bis am Ende dabei waren, dokumentiert eigentlich auch für Sie, Herr Scherenstich, dass wir hier ein Thema gefunden haben, was wirklich sehr spannend, sehr interessant für die Teilnehmer war. Vielen Dank an Sie. Sehr gern. Wir hatten ganz am Anfang dann eben auch noch von einem Teilnehmer den Hinweis, dass die Tonqualität nicht gut ist. Ich sagte es am Anfang normalerweise immer dazu, dass hier kein High Fidelity zu erwarten ist bei der Übertragungsform, die wir machen. Deswegen, das bitte ich zu entschuldigen, anders geht es für Sie in dieser kostenfreien Version nicht. Aber ich denke, es ist so, dass man es verstehen kann, sonst hätten wir hier auch das dementsprechende Feedback bekommen. Wir sind jetzt aber noch in einem sehr spannenden Abschnitt, deswegen bitte ich alle auch dabei zu bleiben, jetzt nicht einfach den Raum zu verlassen, sondern es geht jetzt noch darum, dass Sie mit Ihren Fragen hier auch den Herrn Scherenstich direkt konfrontieren können. Wir haben hier auch schon verschiedene Fragen und ich fange einfach mal an. Herr Scherenstich, vielleicht können Sie das dann aufnehmen. Ich lese es einfach mal vor. Können mehrere Versionen parallel in SAP verwaltet werden? Also ich denke, es geht hier um mehrere Versionen von E-Class. Wir haben im Augenblick immer nur eine Version im SAP-Klassensystem abgebildet. Ich habe aber diese Frage auch mit unserem SAP-Partner schon mal abgestimmt und die Aussage war ja, es können mehrere Klassifikationen gleichzeitig im Klassensystem auch gehalten werden. Ob das wirklich sinnvoll ist an dieser Stelle, musste man noch mal prüfen, aber ja, theoretisch ist das möglich. Okay, dann gibt es jetzt hier eine Frage, da fehlt mir irgendwie ein Verb drin, aber vielleicht können Sie das dann übernehmen. Duplettenbereinigung nur über Klassifizierung oder auch Warengruppen? Ich nehme an, möglich. Ist das möglich über Klassifizierung oder auch Warengruppen? Im Endeffekt ist ja die Klassifizierung eine Art der Warengruppengestaltung an dieser Stelle, so wie wir die Sachen immer sehen. Im Endeffekt stellt sich E-Class ja auch dar als allein mit der Klassenstruktur, mit der vierstufigen Ebene als Warengruppenstruktur. Und somit ist natürlich
eine Klassifizierung. Ich muss gerade um keine durch ein. Verstehen Sie das, Herr Nicht so wirklich, nicht so wirklich. Der Teilnehmer möchte das bitte einfach nochmal präziser formulieren, was er mit dem Nachsatz allerdings ohne Merkmale meint. Dann können wir das auch gerne beantworten. Ansonsten gehen wir schon mal auf die nächste Frage. Kann die Klassifizierung durch eigene firmenspezifische Klassen erweitert werden? Ich vermute jetzt mal, dass mit kann die Klassifizierung, dass dann damit der Standard E-Class gemeint ist, durch eigene firmenspezifische Klassen erweitert werden. Ja, wir haben die Möglichkeit, E-Class als Basis zu nutzen und dann dort an den geeigneten Stellen weitere Klassen, Merkmale, also Sachmerkmalleiste, Werte und so weiter mit hinzuzufügen. Ob das Ganze sinnvoll ist, mag jedes Unternehmen für sich selbst bewerten, denn dadurch habe ich natürlich keinen Standard mehr im Einsatz. Das heißt, ich erweitere den Standard so hin und wenn ich dann mit Lieferanten oder auch Kunden kommunizieren möchte, weiß der Kunde natürlich nicht, der auch E-Class ansetzt, welche Erweiterung ich an dieser Stelle gemacht habe. Wenn es sich aber rein um eine interne Abbildung oder Nutzung von E-Class als Warengruppensystem handelt, ist das durchaus denkbar und haben wir auch schon gemacht, ja. Okay. Herr Schernstich, jetzt haben wir hier eine Frage, die haben Sie schon sehr elegant während Ihres Vortrags so halb aufgenommen. Die wurde jetzt hier noch mal ein bisschen ergänzt. Wie sieht der Workflow-gesteuerte Materialanlageprozess aus unter Berücksichtigung mehrerer Fachabteilungen? Ich befürchte mal, das geht an dieser Stelle ein bisschen weit hierfür. Ich kann okay. Herrn Sattler gerne mal, wenn er mir seine Kontaktdaten zukommen lässt, gerne das Ganze mal zeigen. Wir sind mit diesem Tool im Augenblick in der Entwicklung und haben auch da noch die Möglichkeit, auf die ein oder anderen Sachen, die spezifisch durch Unternehmen hereinkommen, noch mit einzugehen. Im Augenblick ist es schon so, dass die Materialanlage durch eine Abteilung gemacht wird, die Klassifizierung durch eine weitere. Also ich habe auch eine Übergabe von einer zu anderen Unternehmen, also zum einen zur Abteilung. Aber hier würde ich sagen, sollte man vielleicht ein bisschen im kleineren Kreis dann diskutieren. Okay. Dann die nächste Frage. Können unterschiedliche, das haben wir eigentlich schon gehabt von einem anderen Teilnehmer. Genau. Dann jetzt eine sehr konkrete Frage. Ich weiß nicht, Herr Schernstich, ob Sie da so eine über den Daumen gepeilte Aussage geben können. Wir haben ca. 10.000 Artikelnummern. Wie hoch wäre der manuelle Aufwand zeitlich? Ich kann dazu keine Aussage geben, ja, okay. Weil ich im Endeffekt mir mal die Materialkurztexte, nämlich die Basis für die Klassifizierung, einfach mal ansehen müsste. Wenn dort nur Abkürzungen drinstehen oder wenn da nur kleine ja, oder sehr Sachen, die man erst auflösen müsste, ist es natürlich ein bisschen komplizierter, als wenn da schon direkt lesbare Begriffe drinstehen, die man direkt auch verwenden kann. Also ich kann nur anbieten, ja, gern, wir gucken uns das an und geben dann gerne eine Offerte ab oder geben dort Informationen weiter zu ab. Okay, jetzt gibt es hier noch eine Fachfrage aus dem Medizinbereich. Gibt es Referenzen im Krankenhausbereich und könnten Sie mir diese zukommen lassen? Ich denke, das wäre auch was für das bilaterale Thema. Da würde ich auch Sie bitten, Herr Schmidt, dass Sie uns einfach Ihre Kontaktdaten vielleicht nochmal nennen und dann, denke ich, können wir das bilateral klären. Genau. Die nächste Frage von Herrn Sattler habe ich gerade schon gesehen. Haben wir ich werde bekommen. Da Kontakt mit Herrn Sattler aufnehmen. Super, die haben wir bekommen. Die nächste Frage, wie ist die Lizenzierung des Classroom geregelt? Gibt es Sammellizenzen? Vom Screenshot her sah es aus, als sei eine Weblösung Intranet. Können Sie dazu was sagen? Das wäre auch eine Frage gewesen, die ich hier noch hatte, ja. Ob das praktisch auch eine Version ist, also eine Software ist, die nur Sie als Dienstleister verwenden im Rahmen Ihrer Dienstleistung und ob Sie die Software direkt auch verkaufen, als Lizenz verkaufen. Sowohl als auch. Also wir okay. nutzen sie bei der Durchführung von Projekten intern,
entwickeln sie dadurch immer auch noch ein bisschen weiter mit, weil man gerade bei internen Projekten auch noch den einen oder anderen Sachen mitsieht. Wir stellen sie aber auch als Lösung zur Verfügung. Und das ist im Endeffekt eine Einmal-Lizenz, die dort erworben wird und gibt dann keine nutzerabhängigen Zahlen, die darauf zugreifen. Es ist eine Web-Applikation und wir bieten die im Endeffekt sowohl zur Installation als auch im Hosting-Betrieb an. Okay, gut. Ich denke, wir wären an dieser Stelle auch mit den Fragen dann, ach, da kommt doch noch eine Frage rein. Bietet ClassInc auch Mappings an, zum Beispiel von eClass nach UNSPSC? Wir haben ein Modul namens ClassMap, mit dem wir solche Mappings schon mal durchgeführt haben. Ich glaube aber, es gibt mittlerweile am Markt schon bestimmt oder bessere Mappings, als wie wir das im Augenblick gemacht haben. Weil unsere liegen schon ein paar Jahre zurück und ich weiß nicht, ob die ganz im Augenblick noch so ganz aktuell sind, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Okay. Aber ich habe davon gehört und kann mich da gerne nochmal schlau machen, weil ich glaube, es gibt in den EU-Forschungsprojekten, da gibt es entsprechende Mapping-Tabellen, die dort auch erworben bzw. genutzt werden können. Okay. Ansonsten haben Sie auch als Teilnehmer die Möglichkeit, auch jetzt im Nachgang der Veranstaltung mich direkt anzuschreiben. Ich habe jetzt gerade keine E-Mail-Adresse von Ihnen gesehen, Herr Scherenschlich. Ich würde es aber als Vermittler dann aufnehmen. Okay. Sie können ruhig auch Ihre Fragen dann an mich richten. Sie sehen das hier, meine E-Mail-Adresse lindner@eclass-office.com. Das können wir dann also alles im Nachhinein auch, kann ich das weitergeben, wir können das klären. Das ist also ein Angebot für Sie. Außerdem natürlich für Sie auch immer die Möglichkeit, Anregungen und Fragen zu weiteren eClass-Themen auch hier bei uns zu positionieren. Das ist für uns dann auch sehr hilfreich zu sehen, was Sie interessiert, was wir für Sie noch anbieten können in dieser Reihe. Und das hatten wir eben auch schon des Öfteren, dass wir dann konkret auch darauf eingehen konnten. Das war so ein Angebot für Sie. Ansonsten, der Herr Scherenstich hatte es schon gesagt, es gab heute gewisse Berührungspunkte auch zu der Veranstaltung aus dem Januar, also aus der letzten Veranstaltung. In der letzten Veranstaltung, die der Herr Uytterwig vorgestellt hatte, ging es eben um die Neuerungen, um die technischen Neuerungen der eClass 7.0. Und dieses Thema wird uns auch in der nächsten Zeit hier noch sehr stark beschäftigen. Ich kann diese Veranstaltung nur empfehlen, wobei auch in der Veranstaltung natürlich in dieser Kürze nicht alle Details hundertprozentig angesprochen werden können. Deshalb wird es auch eine Ergänzung zu diesem 7.0-Thema bei uns geben. Wir planen also hier bei uns in Köln einen Face-to-Face-Workshop anzubieten. Der wird im Mai stattfinden. Es wird also zu diesem Workshop in den kommenden Tagen ein eClass-Newsletter versendet. Der wird Sie darüber informieren, wann der Termin genau stattfindet, wie die Agenda aussieht, was genau die Inhalte sind. Aber es geht wirklich für Sie darum, dass Sie durch diese Veranstaltung ein Gefühl bekommen, sollen Sie auf die Advanced-Möglichkeit gehen, sollen Sie auf dem Basic-Modell bleiben, sollen Sie überhaupt auf die 7.0 gehen oder wie sieht das genau aus. Also diese verschiedenen Fragestellungen werden dann bei uns hier im Haus direkt besprochen. Sie haben die Möglichkeit, dort teilzunehmen. Ansonsten bleibt mir jetzt an der Stelle auch einfach nur noch, mich nochmal zu bedanken beim Herrn Scherenschlich. Ich bedanke mich auch bei Ihnen als Teilnehmer, dass Sie unser Angebot genutzt haben. Wir freuen uns darüber, auch über die Anzahl, die wir heute aktivieren konnten. Und ich denke, wir werden es wieder so machen. Die nächste Veranstaltung ist noch nicht geplant. Sobald sie geplant ist, werden wir auch wieder ein Newsletter an Sie oder eine Information an Sie verschicken, damit Sie dort informiert bleiben. Ansonsten möchte ich Ihnen einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend wünschen und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.